Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, ihr guckt eine neue Folge Titan Souls von den beleuchteten Brüdern. Wir sind schon ziemlich weit im Spiel. Es scheint sich mir hier um einen der letzten Bosse zu handeln, den Tim jetzt gleich nochmal probieren will. Er hat schon eine enge Beziehung zu ihm. Es ist Spielkamerad Yeti aus der Eiswelt. Ich krabbel schon mal hier für ihn den Berg rauf. Allerdings muss ich auch sagen, dass ich vielleicht nochmal den Kanal wechseln sollte. Und zwar probiere ich es mal mit der Game-Taste. Die Game-Taste hat nicht funktioniert. TV. Nein. Video. Nein, das ist das, wo ich eben schon war. DVD. Ja. Wir gucken also offensichtlich eine DVD mit diesem Schneemann. Der Schneemensch! Oh, oh, oh! Es blockiert nicht nur den Pfeil, sondern auch den Spieler selber. Ich starte schon mal kurz hier ohne Tim. Da kommt er zur Tür rein. Ich freue mich. Ist immer eine Freude. Er betritt den Raum mit der Raum. Wird 3 Grad gelber, weil wärmer. Die Sonne geht auf, man freut sich. Hast du das alles hinbekommen mit der Fernbedienung? Ja, so? Verrückt. Ne? Ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, bis ich entdeckt habe, dass es sich um DVD handelt. Mhm. Macht das eigentlich wieder auch keinen Sinn. Du bist ja so hast gerade so eine enge Beziehung zu dem. Weil wir uns zu einem Spieldate verabredet haben. Ja. Das soll tödlich enden. So wie sich das gehört für vernünftige Spieldates. Aber jetzt habe ich gar keinen Siri angemacht, weil ich nicht genau weiß, was ich gestartet habe. Ich habe meinen Pfeil verloren. Ich wusste nicht mehr, wo er ist. Geil, liegt da ein totes Fischgerippe eigentlich in seiner Leere? Ja, warum nicht? Stoppuhr oder Timer? Timer ist besser. Start. Um 21.21 Uhr wird dieses Video zu Ende sein. Freue ich mich ja schon drauf. Da liegen mehrere Fische, die sind aber sehr symmetrisch da angeordnet. Das sind eigentlich nur 2. Dann die nochmal kopieren gemacht. Ja, und den dann nochmal noch gedreht auch, oder? Nee. Verzeihung. Unten ist einer, rechts ist einer, sind alle nicht gedreht. Alle einfach faul, ungedreht gelassen. Ja. Wirklich einfach nur Copy. Hat das nur ein Typ gemacht oder was? Ich glaube 2 oder so. Das war ja ein Game Jam Spiel. Ich weiß. Da haben wir alle schon geklärt. Oh, das war nicht unklar. Du warst noch am Leben. Ja, ich weiß. Und ich habe auch den Pfeil gezogen. Er war nur ein bisschen zu weit unten. Oder der Pfeil zu weit oben. Aber ich möchte gerne glauben, dass er zu weit unten war. Damit er die Schuld hat. Genau. Der Pfeil kann ja auch. Der Pfeil ist fair. So der Tisch. Zu jedem. Für jeden gleich tödlich, der sich ihm in den Weg stellt. Das finde ich ganz geil mit diesen. Huch. Achtung, du kannst auch sterben. Was ist jetzt? Er hat seine Schneebälle in die Eiszapfen geworfen. Dang it. Du kannst dich auch genau wie der Pfeil an den Eiszapfen festhängen. Verstehe ich nicht. Ich wollte ihm ausweichen, aber ein Eiszapfen war im Weg. Achso, ja klar. Das, ja. Das sind Hindernisse aus Fleisch und Blut. Aus Eis und Wasser. Stimmt. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist nur Eis. Ich glaube, die sind noch nicht angeschmolzen. Ja, ja. Oh, sag mal, der war doch drin schon. Der hat schon am Anus gekillert so ein bisschen. Ich auch. Aber er ist schnell weggerollt. Nicht von der Tarantel gestochen. Oh Gott, oh Gott. Was kitzelt mich da an meinem Anus? Ich glaube, das ist the way to beat this shit motherfucker of hell. Shit out of him. Ah, der ist aber auch wirklich sehr schnell wieder dabei loszurollen. Aber das macht mir gar nichts, denn ich bin Zauberwurst, die schreckliche Kanalratte von Isengard. Das sind 3 Schneebälle vor dieser Kletterwand, das ist intriguing. Und oben am anderen Ende der Kletterwand ist nichts. Intriguing? Intriguing. Oh, das ist aber auch ganz geil, dass er einen Schneeball selber gar nicht tötet, aber die kinetische Energie.
die sich entlädt an der Eiswand und einfach alle Rippen durchbricht und die Lungen perforiert. Was da alles passiert in dem Moment in dem Körper, was da alles kaputt geht auf dem Markt. Nicht gut. Es wäre gut, wenn er wirft und nicht rollt. Wenn er wirft, dann bleibt er stehen. Bleibt er stehen. Okay, oh, kann mir das vielleicht helfen? Aber ich kann nicht kontrollieren, dass er da steht zum Werfen. Vielleicht ist es, wenn du ruhig vor ihm stehst, rollt er? Nee. Und du wartest einfach ab und weichst sozusagen, ziehst erst dann, wenn er anfängt zu wirfen, weil er ja die ganze Zeit lang wirft. Du weichst erstmal, wenn du den Pfeil hinlegst und ihm gegenüber stehst, weichst du erstmal aus. Und nur wenn er wirft, fängst du an, den Pfeil zu ziehen. Aber dann muss er ja, während er wirft, vor dem Pfeil stehen. Ja. Ja, das ist nicht leicht. Das ist ja aber die ganze Zeit so, weil du ziehst halt sofort auf den Pfeil und dann rollt er dich kaputt. Deswegen warte erstmal, ob er überhaupt rollt. Aber ich habe ihn doch schon am Anus gekitzelt, so schlecht kann es doch nicht gewesen sein. Also die Taktik war nicht. Das reicht halt vielleicht nur zum Kitzeln, keine Ahnung. Kann ich mir nur wirklich vorstellen. Beim besten Willi. Ich habe ihn in der Hand, verdammt! Dachte, er liegt da noch. Wenn mal wieder sich jemand die Mühe macht, einen Quiz zu machen mit den besten Zitaten aus irgendwelchen Spielen und wir müssen das dann zuordnen und so, dann wäre das hier safe dabei mit dem Anus. Kitzel. Ja. Ich habe wieder schon am Anus gekitzelt. Wo war das noch? Wo hast du denn irgendjemand noch am Anus gekitzelt? Alter, das war doch! Hast du wieder gekitzelt. Hast du gerade gesagt, wo war das noch irgendwo? Hast du mal jemanden am Anus gekitzelt? Ja, das würden wir das nicht überlegen. Eine Brüder-WG. Ich hatte es mit den drei Schneebällen vor der Tür nicht als intriguing und so, habe ich nicht verstanden. Meine Frau hört Bruce Springsteen gerade. Okay, cool. Kann ich hier bei Spotify stalken. Der ist schnell, das ist dein Problem. Ja, das ist mein Problem. Die Geschwindigkeit. Also ihr habt euch immer noch kein Spotify-Duo zugelegt. Vielleicht schon. Nee, sonst würdest du das nicht stalken können. Oh, Gordon. Oh, vielleicht. Gordon. Ey. Geh mal runter. Ratzefutz. Ratzefutz? Ratzefutz. Was ist ein bisschen, erinnerst du noch so ein bisschen die Bosse, die wir schon hatten, die anderen? Kaum. Erinnerst du noch welche, die dir gefallen haben? Oh, hatten wir nicht so einen Frosch? Das war bei Zelda Majora's Mask. Der Frosch mit den Augen. Das ist 15 Jahre her. Was sind denn für Augen am Frosch gewesen? Da denke ich jetzt gerade nicht. Da gab es ein Lied von uns. Der dicke Frosch wirft mit seinen Augen. Ja, das kommt mir bekannt vor. Ist das aus Majora's Mask gewesen? Ja, das war so ein Zwischengegner. Der hat mit Augen geworfen? Ja. Wirklich? Das Lied heißt von Augen geworfen. Aber hat er das auch wirklich gemacht? Ja. Oder haben wir das nur behauptet? Also? Der hat mit Augen, der wurde, glaube ich, von so einer Augenwolke umgeben. Weil ich erinnere mich hier in diesem Spiel, was mir am allerbesten gefallen hat, glaube ich, war dieser Ritter, der selber seinen Pfeil hatte. Ja, stimmt, an den erinnere ich mich auch. Und dann gab es noch diese. Der so zwei Pfeile hatte. Ja, stimmt. Einmal den, der dich überall durchperforiert hat und durch die Säulen und alles. Und dann gab es noch so eine Pflanze im Wald, die ganz geil war. Die sich so gedreht hat. Dann gab es noch diesen Eiswürfel, das Gehirn im Eiswürfel oder das Herz im Eiswürfel. Das erinnere ich nicht. Und dann gab es noch diesen Blob, der sich multipliziert hat. Das war ich auch nicht. Die Schatztruhe. Weiß ich nicht mehr. Die so immer geschnappt hat und dann hatte sie den Fresse auf und wir waren uns nicht sicher, ob das die richtige Taktik war, aber es war die richtige Taktik. Ich weiß nicht, was hier die richtige Taktik ist. Probier mal, mach mal das Feuer nach oben. Bring mal das Feuer nach Helms Klamm hier. Boah, wie denn? Das ist ja gar kein Straight Line. Feuer nicht. Ja. Robo. Robocop.
Hard Man, Hard Machine, All Corp. Hat er gerade gelasert? Ja, er lasert die ganze Zeit. Er lasert Eis. Aber was er machen muss, ist nicht klar. Kannst du irgendwas da wegschießen, deine Zähne wegschießen, deine Eiszähne? Oder vielleicht doch Feuer? Ob ich Feuer brauche, um ihn zu besiegen? Ja. Und wo soll ich es herkriegen? Zweitens, wo soll ich damit hin? Wenn du hier den Feuerpfeil hinter das Ding schießt und ihn dann nach oben ziehst. Ja, aber dann habe ich ja trotzdem hier keine Möglichkeit, Feuer zu speien. Ja, stimmt. Weil da ist eine Eiswand da oben. Hm. Kann ich ihn auch irgendwie dazu bringen, dass er sich selbst... Deine Zähne blinken so komisch. Vielleicht. Weißt du, dahinter ist so ein Weak Point eindeutig. Hinter den Zähnen, ja. Und dann vielleicht kann so eine Eis. Ja. Wie habe ich das gemacht? Ach, er selber? Ja, doch, das er selber. So eine Eiswand in seine Zähne. Ah, ja. Okay. In die Kauleiste. Muss er sich selbst die Zähne vereisen? Ja. Und wenn er das genug gemacht hat, dann kann ich ihm im Pfeil da reinschießen. Ja, vielleicht. Gutes Spiel. Ja, und deswegen schießt er mich auch immer weg mit seinem Atem. Ja. Also ich habe nichts gemacht. Nee, er hat sich selber ein Stück von der Kauleiste weggemacht. Aber jetzt ist er wieder unten. Ja, jetzt genau. Reicht das schon, das Stück? Ja, jetzt taucht er mal ab und du musst im richtigen Moment, ja, das reicht. Lebe ich? Nein. Lebte ich noch? Als ich gefragt habe, ob ich noch lebe? Sah so aus. Nee. Ich glaube, der Turm hat dich von unten. Ja, aber macht er nicht immer gepfählt. Also direkt fupp, wenn er mich erwischt? Ja. Ja, und dann habe ich noch gelebt, als ich so gefragt habe. Am besten ist, der Turm ist unter dir und haut er einmal quer durch seine ganze Zahnleiste. Das ist der Weak Point nämlich größer. Hat nicht geklappt, aber macht nichts. Boah, das ist ja fies, weil er pustet. Der hat mich weggeballert, ja. der Turm. Er pustet? Ja, aber der dich ist weg. Leicht zu machen. Und er taucht nur kurz auf und du musst den Eisdingern ausweichen. Aber ich habe auch den Eindruck, er ist leichter als der Schneemann. Der Schneemann. What? Ich weiß nicht, was dich da jetzt getötet hat. Das weiß, die Antwort weiß nur der Wind. Der Wind und du und ich. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Komisch, dass er darauf reagiert, dass er an seinen riesigen Metallschädel so einen kleinen Pfeil gedonnert kriegt. Und dann gleich so reagiert. Stinkig. Oh, schade. Das wäre sie fast die ganze Zahnleiste abgeräumt. Oh, das ist tödlich. Hast du das gewusst? Ich hab's vermutet. Wahrscheinlich erfrierst du sofort. Stirbst den Kältetod. Das kann sein. Das kann sein. Ich habe eine Frage an die Videospielexperten da draußen. Ja. Da draußen. ich habe mir Doom Eternal gekauft. Für die PlayStation 4. Und. Da gibt es ein eigenartiges technisches Problem mit meiner PlayStation. Häufig funktioniert es nicht, wenn ich nach vorne drücke. Also normalerweise würde man ja nach vorne drücken und er weiß, Doom ist rastlos. Ja. Rastlos. Und das ist ganz, das hakt bei mir ganz doll. Das macht sehr wenig Spaß, das so zu spielen. Ja. Das ist komisch, hast du mal gegoogelt? Ja, habe ich versucht, aber erfolglos. Erfolglos gegoogelt. Nur bei Doom Eternal? Ja, nur bei Doom Eternal. Dann kannst du ja nicht am Controller liegen. Genau, ich habe danach ganz viel mit dem Controller gespielt. An der PlayStation kannst du auch nicht liegen? Controller. Ich weiß nicht. Du musst an der Software liegen, aber es ist schon sehr merkwürdig. Und ich, also, beim ersten Mal dachte ich auch, okay, das, weiß ich nicht, vielleicht... Oder jetzt gleich!
mich mal ganz in Ruhe jetzt hier, ja? Oh! Das sah gut aus. Oh ne, ich dachte, ich habe ihn nicht. Oh. Er hat sich noch mit Kauleiste weggepfeffert. Oh, shit. Schade, schade, schade. Wenn du da ein Stück nach vorne gegangen wärst, im richtigen Moment, hätte er sich dir voll exposed. Der hat auch eine fröhliche Musik. Fröhlich? So folkmäßig ums Feuer tanzen. Das ist ein bisschen heavier Drums, aber. Das ist doch eher eine fröhliche Folkmusik. Ich finde, es klingt sehr nach Bruce Springsteen. Ja, funny. Funny geil. Thank you. Du musst unten laufen, wenn das Ding verfolgt, und dann nach oben, wenn es auftaucht. Und dann ist ein Horrorstrahl in die richtige Richtung donnert. Ach, da kommt der Strahl her? Ja, von den Türmen. Habe ich noch nicht verstanden. Ach so, ich wundere mich, die ganze Zeit, warum so komische Laufwege hast, wie Lukas Podolski. Ja, ich hoffe, dass ich alles mit meinem starken linken Fuß wieder wettmachen kann. Hat er eigentlich inzwischen seine Karriere beendet? Ja, ich glaube schon. Und China. Haben wir ordentlich ein paar Millionchen mitgenommen. Hier ist er links. Da. Was dachtest du denn, wo der Strahl herkommt? Das war random. Dieser Dampf aus seiner Nase. Ja, gute Position. Flop. Mann, ey, doof. Doof, ich will doof, den auch doof. Mal machen. Nein, den will ich dir nicht. Du darfst geben. Den Schneemenschen noch machen. Du darfst den Schneemenschen machen. Der hat keine Lust, der rollt so schnell. Was hast du da? Nix. Nix mit X. Das sind Geräusche. Und da wundert man sich, dass wir keine 12 Millionen YouTube-Abonnenten haben. Ja. 12 Millionen, ein bisschen krass. Die sind immer noch deutschsprachig. Gibt's doch auch. Mit 12 Millionen? Na, wahrscheinlich schon. Weiß ich nicht, 12 Millionen ist ganz schön viel. Ganz Österreich und Schweiz kann noch zugucken. Boah. Ui. Er verfolgt dich halt auch, ne? Die ganze Zeit, der Turm. Ja, das habe ich schon. Buddelt hinter dir her. Geschneckt. Aber wenn er selber kann mich nicht töten, nur sein Strahl. Ja, nee, er kann nicht töten, wenn er aus der Erde kommt. Nein, dann tötet er mich nicht. Dann schmeißt du mich nur zur Seite. Ich werd's. Ach, deswegen bist du dahin gestorben. Ja. Siehst du? Dann bist du vielleicht kurz ein bisschen gestunt und möglicherweise Opfer von seinem. Todesstrahl. Boah, der war nicht lang genug. Auch das wäre. Jetzt noch links rollen. Ich habe auch mal so ein bisschen die Hoffnung, dass er sich selber auch mit seinem Turm zerstört. Dem ist aber leider nicht so. Ja, mach nur die kaputte Glasszene, die macht er kaputt. Ach man, jetzt macht er sich ja auch gar nicht mehr. Wie habe ich das denn eben geschafft, dass er sich doch noch mehr kaputt gemacht hat? Indem das so getimed war, dass er. Guck mal jetzt zum Beispiel. Wenn du jetzt oben lang gerollt wärst, ist nur, er muss ja gleichzeitig, ist es nicht synchron, das Turm und das Hochdupen. Jetzt. Oh. Knupp. Jetzt! Ja! Ja! Sehr gut. Yes. Danny Boy. Danny. Ich weiß bis heute nicht, was ich da geritten habe. Und wo, wie kam denn eigentlich die Magma-Wurst noch dazu? Dandy Magma-Wurst, das weiß ich nicht. Dandy, Dandy. Das ist ein sehr alten Super Mario World Let's Play Video von uns. Mit dem Namen Dandy Magma-Wurst. Da sind wir zum Schneemann zurücklaufen und dann ist das Video vorbei. Ja, ist das schon so? Ich bin auch jetzt schon mal ein Schneemann. Kann ich noch sechsmal versuchen. Sechsmal versuchen. 1,10, 1,9, 1,8, 1,7, 1,6, TikTok, 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 TikTok. TikTok? Wie in China? Nee, wie Moriarty in der letzten Folge von Sherlock. Das ist nicht die letzte Folge. Doch.
Ja, okay. Tick, tack, tick, tack, tick, tack. Das war echt das enttäuschendste Villain-Revival aller Zeiten. Ich fand die Folge gar nicht so schlimm wie alle anderen, aber dieses, diese Moriarty geused haben. Ich erinnere mich an die letzte Staffel kaum. Rotz. Die ersten beiden Folgen waren ziemlich gut. Nicht ganz so geil wie die dritte Staffel, aber gut. Die dritte Folge war schon ziemlich merkwürdig. Auch die dritte Staffel war nicht mehr so gut wie die zweite. Doch, die dritte war richtig toll. Ist das die? Die dritte ist die beste, fand ich. Ist das die, wo Moriarty stirbt am Ende? Nee. Das ist doch die zweite Staffel, ja. Ne? Ja, nee, auf jeden Fall ist die zweite Staffel die beste. Die dritte hat diese geilen Folgen, einmal mit dem, mit diesem... Ach, ist ja geil, müssen wir jetzt nicht auch im Detail nach besprechen. Warum nicht? Interessiert niemand. Oh, das klappt, glaube ich, nicht. Ja, das ist von dir abgeprallt. Das ist stuck in the ass. Und wann denn dann? Das ist eine gute Frage. Wann denn dann? Wie soll ich denn hinter ihm wenn kommen mit jetzt, der Geschwindigkeit? Wann dann? Warum hat er in der Kamera gerüttelt? Wenn nicht wir. Wer hier sonst? Sag mir wo und wann. Und wer und wenn warum. Nicht wir. Wer hau sonst? Tschüss.